Ja, dann möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Suhr. Ich beantworte gerne alle Fragen bezüglich des Programms, egal ob registrierter Anwender oder auch nicht. Da mache ich keine Unterschiede. Meine anderen Programme und das, was ich sonst so mache, das finden Sie halt eben auf meiner Internetseite unter www.sursoft.de. Und heute möchte ich Ihnen mein Programm GeHome ja mal im kleinen Abriss vorstellen. Das Programm wurde oder wird schon seit 14 Jahren ständig weiterentwickelt und ist das umfangreichste Programm, was ich bislang je geschrieben habe. Und das in einer Stunde zu erklären, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann einfach nicht auf alle Punkte eingehen. Aber für einen groben Überblick, denke ich, reicht die Zeit. Ich hatte mir das jetzt so vorgestellt, dass ich erstmal so einen kleinen Überblick gebe, die Stammtafeln erkläre und dann eine Pause einlegen, um eventuelle Fragen zu beantworten. Bitte stellen Sie hier einfache Fragen, die ich direkt beantworten kann, komplexe Fragen, wo ich vielleicht selber noch nachgucken muss, über E-Mail. Ja, dann gucke ich mal, dass ich das Programm eingeblendet bekomme. So präsentiert sich das, wenn man es gestartet hat. Man hat hier die Liste der vorhandenen Datenbanken. Ich nehme hier mal die Beispieldatenbank, die auch bei der Auslieferung mit dabei ist. Und standardmäßig sieht man halt eben hier das Programm mitsamt der Namensliste. Man kann mal die Ortsliste mit dazu nehmen. Es kann man hier unter Anordnen wählen, wie man die Fenster gerne hätte. Das kennt man ja von normalen Windows-Anwendungen. Und wichtig ist, das wird schon mal nachgefragt, ist das Erscheinungsbild bei Neustart. Da hat man hier mehrere Sachen und das Schönste ist, wenn man einfach alle Fenster wiederherstellen wählt, dann präsentiert sich das Programm nach jedem Neustart genauso, wie man es auch verlassen hat. Wählen wir einfach mal einen aus dem fiktiven Adelsgeschlecht. Wenn man den Mauszeiger über einen Namen hält, dann wird kurz eingeblendet, was an sonstigen Daten über die Person bekannt ist. Und nehmen wir mal den hier einfach als Beispiel so. Jetzt öffnet sich die Stammtafel. Und die Stammtafel ist das zentrale Element des Programmes. Also da werden die Anwender sich wohl die meiste Zeit mit beschäftigen. Man findet halt eben, ich mache die auch mal groß, die Namen, die Kinder, hier auch schon eingeblendet mit Verwandtschaftsgrad. Der Verwandtschaftsrechner des Programms ist noch eingeschaltet. Und wenn man auf einen Namen klickt, dann öffnen sich die Eltern, beziehungsweise die Familie der Eltern. Man kann da halt eben ein wenig navigieren. Möchte man Personendaten ändern, geht man hier auf das kleine Buch und dann öffnet sich die Maske, wo halt eben die Daten eingegeben werden können. Das ist nichts Besonderes. Nicht? Jedes Programm kann das mehr oder weniger gut. Plausibilitätskontrolle ist auch mit integriert. Interessant ist dann vielleicht noch dieser Personenfragebogen, der erstellt werden kann. Das ist interessant, wenn man weitere Daten von anderen Forschern haben möchte. Da kann man direkt die ganzen Sachen per E-Mail schön verschicken. Wir werden aus den nötigen Daten die Zwischenablage kopiert, dann kann man das direkt in die E-Mail einfügen und entsprechend den Verwandten und Bekannten schicken. Vielleicht gehe ich später mal auf diese Maske ein wenig genauer ein. Die hat schon einiges zu bieten, aber wie gesagt, erstmal einen kurzen Abriss. Ja, auch interessant ist, gerade wenn man längere Zeit mit dem Programm gearbeitet hat, ist hier die Liste der besuchten Stammtafeln. Wenn man also mal die Orientierung verloren hat, kann man sich hier zurechtfinden. Auch ganz interessant ist halt eben die Funktion, eine Stammtafel zu duplizieren. Angenommen, man möchte halt eben ausgehend von einer Tafel mal gucken, wie es mit den Enkeln und Nichten und sonst wie aussieht. Einfach auf Duplizieren klicken, dann hat man hier eine Kopie dieser Stammtafel und man kann sich wunderbar da durchklicken. Auch interessant, wenn man einfach nur zurück will, kann man wie im Internet Explorer hier mit diesen Navigationsknöpfen hin und her springen. Wenn man eine detailreichere Ansicht haben möchte, kann man hier alles Unnötige ausblenden.
gerade interessant bei größeren Familien. Da hat man wirklich nur die reinen Kerndaten. Wenn man es dann wieder detaillierter haben möchte, klickt man hier drauf. Auch gern genommen ist diese Schnellansicht zum Navigieren. Da kann man halt eben einen Partner, einen Probanden mit seinem Partner und allen Kindern sich ansehen und auch dann sehr schnell navigieren. Ich möchte mal was Besonderes zeigen. Ja, hier genau dieser Freiherr August der Wilde. Da sieht man bei der Schnellansicht wirklich die Großeltern, Eltern, ihn selbst, alle seine Partner mit all seinen Kindern. Sehr schön, um auf flotten Überblick zu kriegen. So. Neu in der letzten Version dazugekommen ist diese Verwandtschaftsansicht. Wenn man da halt eben diesen Wilden wieder nimmt, werden alle Verwandten, die bekannt sind, die also in dem Datenbestand erfasst wurden, angezeigt. Standardmäßig optimiert für die Computeransicht. Man sieht, hier sind mehrere drin, da kann man scrollen. Wenn man das aber grafisch weiter bearbeiten möchte, dann klickt man auf Größe anpassen und dann kann man das in die Zwischenablage kopieren, um damit ein beliebigen Grafikprogramm weiter zu verarbeiten. Gut. Das waren so die wichtigsten Sachen der Stammtafeln. Natürlich Fotos und Dokumente können auch verwaltet werden. Das Programm verwaltet alle Multimedia-Dateien, die irgendwie vom Computer gelesen werden können. Wenn es die intern nicht verarbeiten kann, weil das Format nicht kennt, dann übergibt er die Dateien einfach an das Betriebssystem und Windows öffnet dann mit dem, mit dem es es öffnen kann. Also Musikdateien mit dem Player, unbekannte Bilddateien mit dem internen Viewer. Man kann also wirklich, wie gesagt, alles da verwalten. Das waren die Stammtafeln im kurzen Überblick. Gehen wir mal auf die einzelnen Listen ein, die von der Stammtafel aus aufgerufen werden können. Das Interessanteste ist wahrscheinlich die Vorfahrensliste, die hier nach Kekulé erstellt wird. Hier die Kekulé-Nummer, die ist konfigurierbar. Man kann also, wenn man öfters von einem bestimmten Ahnen ausgeht und diese Liste erstellt, kann man die einstellbar machen, dass immer von der gleichen höheren ausgegangen wird. Auch hier die Generationen und das Erscheinungsbild, das kann auch eingestellt werden. Da kommen wir vielleicht nachher, wenn Zeit ist, noch drauf zu. Und da geht also wirklich jede Menge, kann man da erfassen. Das geht, glaube ich, rein theoretisch bis 128 Generationen, die hier darzustellen sind. Auch sehr schön ist das Familienbuch. Ich habe schon eins angelegt. Also es ist also wirklich möglich, mit auf Grundlage dieser Kekulé-Liste ein richtig dickes Familienbuch anzulegen. Das war früher, wurde das öfter mal verlangt. Heute machen es die meisten Leute im Internet. Aber das Programm bietet es und man kann halt eben dann sich solche Listen erstellen lassen und dann das eben ausdrucken. Von der Stammtafel aus kann man einen Nachkommenbaum aufrufen und von der Vorfahrenliste einen Vorfahrenbaum. Ich zeige mal den Nachkommenbaum. Hier werden die bekannten Nachkommen dargestellt. Man kann da auch ganz normal navigieren. Und wenn man wissen will, was der hier für einer ist, dann klickt man einfach in der Liste doppelt und man hat die Stammtafel. Jetzt sind wir eigentlich schon beim zweiten zentralen Fenster des Programms, nämlich die Baumansicht. Von hier aus können Stammlisten, Nachkommenslisten, Etiketten gedruckt werden. Da können Schmuckansichten gemacht werden. Ich zeige mal eine ganz kurz. Wenn Sie sowas mal haben wollen, nicht, dann hat man, je nachdem, wie man das vorbereitet hat, innerhalb von wenigen Sekunden eine Baumansicht. Die ist jetzt ein bisschen schief. Ich zeige gleich auch, wie man das schön gerade bekommt. Aber da ist Gehoben, glaube ich, recht bewandert. Ich habe auch zu seiner Zeit viel Zeit und viel Geld davon ausgegeben, um halt eben die Ansichten des Programmes so ansehnlich wie eben mechanisch möglich zu gestalten. Auch schön ist hier diese Schmuckansicht. Da können auch
aus etlichen Vorlagen kann man sich da halt eben was aussuchen. Es wirkt jetzt ein bisschen naiv, dieser Baum hier, wirkt aber ausgedruckt sehr edel. Ich habe das mal gemacht, gehen bis DIN A2 oder gar bis DIN A1 so, dass man also nicht sieht, dass das verpixelt ist. Ist sehr schön. Ich probiere mal gerade welchen. Der hier gefällt mir ganz gut. Und das geht dann auch recht flott und zügig, dass man so einen Baum dann hat. Und wie gesagt, ich habe gesucht, ich habe ihn irgendwo ausgedruckt, ich wollte ihn eigentlich hinten aufgehangen haben. Ich habe ihn nicht mehr gefunden, weil das ist jetzt schon 8 oder 9 Jahre her. Ich weiß aber, dass es Fachdruckereien oder Fachbetriebe gibt, die, wenn die Ahnenforscher nicht bereit sind, einen händisch gezeichneten Stammbaum zu finanzieren, das kann ja unter Umständen recht schnell recht teuer werden, dass die auf mein Programm zurückgreifen, um halt eben denn da solche Ansichten zu gestalten. Ich kann ja auch noch mal eine andere nehmen. Also da haben wir nicht nur von der Eva, die Frau, die hat mir so einen schönen Fächer gemalt und auch so einen Baum. Dieser hier, der Remo Albanesi, ein begabter Grafiker, mit dem ich auch sehr viel zusammengearbeitet habe seinerzeit. Haben wir sonst noch einen? Ach, und diese stilisierten Kuchenstücke, ne? Die werden also sehr gerne genommen, gerade weil die sich auch im privaten Haushalt gut ausdrucken lassen. Ist eine schöne Sache, das sieht dann auch im Flur oder im Wohnzimmer ganz gut aus. Wo ich in jedem Fall nochmal gleich drauf zu sprechen komme, ist der Listen-Report-Assistent. Aber ich denke, ich bin ziemlich schnell mit dem, was ich jetzt zeige, und wir haben sicherlich Fragen. Bitte. Wie legt man denn überhaupt Personen an? Sie sind mitten reingesprungen. Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wo Sie da mal eine Person anlegen. Kein Ding. Bearbeiten, neue Person anlegen, dann meinetwegen Irene. Irgendwer. Geschlecht festlegen, anlegen. Und dann kommt man in die Maske und dann kann man hier Vater, Mutter, Geschwister, Partner und alles weitere dazufügen. Machen wir es einfach mal. Nehmen wir mal einen Vater. Dann können wir aus der Liste wählen. Hier werden alle die angezeigt, die ungefähr passen vom Geburtsdatum her. Man kann aber auch einen angeben. Vater irgendwer. Die nötigen Daten hier, Namensvorsätze, einfach anlegen, schon ist der Vater da. Mutter analog. Mutter von Irene, Irene. Anlegen. Ja, und schon ist die Person da. Und wenn man jetzt auf OK und neue Stammtafel öffnen klickt, dann hat man die Irene irgendwer mit ihrer Familie. Und also, wie gesagt, also diese Detailmaske, es ist nichts Besonderes. Hier kann man eben die Stammdaten eingeben. Das ist vielleicht auch sehr interessant. Bei der Konzeption und auch bei der Umsetzung des Programms habe ich sehr darauf geachtet, dass alle Daten, die hier mit erfasst werden können, von den anderen Programmen auch verarbeitet werden können. Würde er bei der Neuanlage einer Person ein Duplikat finden oder darauf aufmerksam machen? Nein. GeoHome hat zwar eine Duplettensuche, die können Sie hier oben über das Menü erreichen, aber da erstmal nicht. Weil wenn man jetzt hier bearbeitet, neue Person anlegt, dann wird ja eigentlich erstmal nur Vor- und Nachname erfasst und der Rest halt eben dann über die Detailmaske. Und das ist dann schwierig, man jedes Mal, wenn man da halt eben was speichert, nach die ganze Datenbank zu durchforsten und zu gucken, ob einer doppelt da ist. Es kann sein, dass es Programme gibt, die das bieten, meins noch nicht. Wenn es Ihnen aber wichtig ist, dann schreiben Sie mir eine E-Mail. Dann kommt es mit auf die Liste. Ich habe so eine ständig wachsende Liste mit Vorschlägen für mein Programm, die ich immer wieder nach Prioritäten neu sortiere. Und wenn einer mir schreibt, er hätte gerne oder das kommt in jedem Fall mit auf die Liste drauf. Danke. Bitte. Kann man bei einer Person angeben, die mit Sicherheit keine Kinder hat, weil sonst steht bei den Personen oft keine Kinder und es kann ja heißen, dass man auch keine Kinder hat, aber es kann ja auch sein, dass man es genau weiß und dann sieht man sozusagen nicht, sieht es nicht so aus, würden dann noch Daten fehlen oder unverheiratet ist es. Wenn man jetzt auf die Stammtafel geht, dann sieht man eben nur die Irene mit ihren Eltern. Mehr sieht man erstmal nicht.
Und jetzt kann man ja, gut, machen wir mal ein bisschen weiter mit dem Spielchen. Laden wir mal einen Partner zu ihr ein, nicht? Das ist meinetwegen der Herbert Meyer. Nicht? Der ist denn jetzt halt eben mit ihr zusammen. Nicht? Die Irene mit dem Herbert Meyer. Und wenn die jetzt Kinder haben, nehmen wir eins dazu. Dann sieht das so aus. War es das, was Sie wissen wollten? Nein, ich wollte wissen, wenn man jetzt sicher weiß von einem Sohn, dass sie eben keine Kinder hat und nicht verheiratet war, kann man das vermerken, dass das Programm sozusagen keine Defizite zeigt? Weil sonst sieht es immer so aus wie ein Defizit, wenn keine Kinder oder kein Partner da sind. Nein, das ist jetzt genau wie hier bei diesem Kind. Da gibt es keine weiteren Daten und die werden auch nicht angezeigt. Was sie natürlich denn machen können, wenn es denn wirklich bemerkenswert ist, dass halt eben aus welchen Gründen auch immer keine Kinder sind, da können sie halt eben einen beliebigen Kommentar einfügen. Das ist ihnen unbenommen. Der wird auch hier mit angezeigt. Man kann anstelle von keine Kinder auch keine Nachkommen eintragen. Also auch dann wäre es ja klar, dass da keine Kinder sind. Mhm. Wie ist denn das bei Berufen? Man hat ja nicht sein ganzes Leben lang manchmal nur einen Beruf. Wenn das nur mehrere sind, gibt es da eine Möglichkeit zu sagen, von dann und bis dann war er Schlosser, dann war er Meister, dann war er Unternehmer oder was? Kann man das so? Nein. Das ist ein Programm für die Genealogie. Was Sie haben möchten, nicht, das wird vielleicht auch von einigen geboten, aber das ist ja mehr halt eben ein Programm zur Persönlichkeitsentwicklung, nicht? Mein Programm ist dafür geschrieben, um halt eben genealogische Zusammenhänge zu visualisieren, um es deutlich zu machen. Also von Kindern zu den Eltern und zu den Großeltern. Ja, klar, und wenn dann halt eben einer halt eben einen Lebenslauf haben möchte, ja, da ist mein Programm nicht das Richtige. Definitiv ja. Nicht. Ich hätte eine Frage. Wie viele Kinder kann man anlegen pro Ehepaar? Ist es unbeschränkt oder gibt es eine Beschränkung? So viel, wie Sie wollen. Okay, und wie viele Ehepartner? So viel Sie so wollen. Ja gut. Wie wird es angelegt? Katholische Heirat oder standesamtliche Heirat, Hochzeit? Ja, das, warten Sie, ich gehe mal kurz hier raus. Ich habe da nämlich etwas gesehen, die das vorher ja. gezeigt haben. Also das ist jetzt hier, habe ich so standardmäßig eine Hauptheirat und eine Nebenheirat. Genau. Zwei Stunden kann man ändern. Okay. Das hat sich ja geändert im Laufe der Zeit. Ne? Früher war halt eben die kirchliche Heirat die eigentlich entscheidende. Heute ist es die standesamtliche. Und da habe ich mich auf die Begriffe geändert. Aber wie, die kann man auch irgendwie in den Einstellungen wieder ändern. Okay, gut. Wenn hier steht Partner löschen, dann frage ich, wird dann der Partner richtig aus der Datei gelöscht oder wird nur die Verbindung gelöscht? Nur die Verknüpfung. Was meinen Sie mit Nebenheirat? Ja, ich sagte es ja eben schon. Das ist eine ungünstige Wortwahl. Mir ist aber keine bessere eingefallen. Das ist historisch gewachsen, weil früher war ja die kirchliche Hochzeit die entscheidende. Heute ist es die standesamtliche. Und bin ich ins Schleudern gekommen, beziehungsweise ich wusste nicht, wie ich das denn nun machen sollte und habe halt eben gesagt, ja, eine der beiden heiraten sollte halt eben die sein, die halt eben für die Reporte und Ähnliches gilt. Und dann habe ich eben Hauptheirat und Nebenheirat genommen. Wie gesagt, wie ich schon sagte, die Begriffe können Sie auch ändern. Aber welche wird in dem Ausdruck dann angezeigt, wenn ich nur die Hauptheirat? Das heißt, genau. Wenn ich nur eine Nebenheirat eintrage, weil ich der Meinung bin, das sind die kirchlichen Heiraten, wird nichts ausgedruckt. Oh, das ist eine gute Frage. Stellen Sie mir die per E-Mail, die kann ich jetzt nicht beantworten, dann müsste ich selber ausprobieren. Wenn Sie noch was zur Quellenverwaltung sagen? Ja, kann ich auch. Quellen. Ach, hier ist schon eine angelegt. Die kann man wählen, dann wird die halt eben hier mit angezeigt auf der Stammtafel. Hier unten drunter werden die Quellen aufgelistet. Sie können aber auch eine hinzufügen. Machen wir das mal, legen wir neue an, also Quelle Meier meinetwegen. Da ist sie schon. Und die kann man dann bearbeiten.
Kurzbezeichnungen kann man Titel angeben, Autor, Veröffentlichung, einen Text dazu, ein Standort kann ausgewählt werden, muss natürlich auch wieder angelegt werden, nicht? Und dann auch zum Standort können auch wieder Multimedia-Dateien hinzugefügt werden, irgendwelche Bilder meinetwegen. Ja, und so hat man halt eben dann die Quelle, die man bearbeiten kann. Und lässt sich auch ein Quellendetail, also da mal als Quelle ein Buch und das kommt 100-mal vor und man möchte die Seite angeben, auf der gerade der Bezug genommen ist. Oder Kirchenbuch, Eintrag, so und so. Und die Quelle ist das Kirchenbuch und das Detail dann, die Seite. Wo kann ich denn das festhalten? In der Quellverwaltung gar nicht. In der Quelle geben Sie halt eben die Quelle an, das Kirchenbuch, nicht? Ja. Und wenn Sie sagen, ja, oh nee, das ist ein dickes Buch, dann und das sind mehrere Seiten, die in Ihrem Datenbestand wird von mehreren Personen auf dieses eine Buch zugegriffen, auf unterschiedlichen Seitenzahlen, dann müssen Sie auf die Beschreibung ausweichen und das dann halt eben Quellenverweis, Seite, irgendwas, nicht? Oder aber sie machen sich die Mühe und geben halt eben denn zu jeder Familie eine eigene Quelle ein. Ja, ich meine ja, wenn man jetzt eine GetCom-Datei importiert, da sind ja oft bei Quellen Details, gibt es ja einen extra Tag in der GetCom. Und wo kommt das Gerät dann in die Notizen oder in diese Beschreibung oder wo gerät das dann hin? Also nochmal, bei den Quellen wird alles das, was hier steht, auch von anderen GetCom-Dateien übernommen und auch in die GetCom-Datei geschrieben. Wenn hier in der Text halt eben steht, verweist auf Seite irgendwas, ja, dann wird das exportiert und das wird auch genauso importiert. Das geht also nicht verloren. Gut. Ich merke, wenn ich das so richtig rieche, dass hier die meisten von Ihnen eher mit der Datensammlung beschäftigt sind und weniger mit der Visualisierung. Stimmt das? Darf ich noch eine Frage stellen? Kann man zusätzliche Fakten anlegen? Zusätzliche Faktenfelder? Felder meinen Sie? Eingabefelder? Ja. Nein, kann man nicht. Wie verhält es sich mit den Permalinks? Kann man die auch irgendwo einfügen? Diese Permalinks, heutzutage ist ja alles online mit den Matrikelbüchern. Ich habe ein Kirchenbuch, Seite, Folio sowieso und diesen Link möchte ich einfügen. Wo kann ich den einfügen, dass ich den zugreifen kann? Ja, ja, unter Bilder Multimedia können Sie auch Internetlinks Internet anlegen, nicht? Und dann wird dann halt eben gefragt, eine Verknüpfung zum Internet oder eine Datei auswählen und dann können Sie das machen. Ja, es geht ja um die Matrikelbücher geht es da. Das, was da im Internet liegt, ist egal, da greift das Programm, denn dieser Link wird dann einfach an Explorer weitergegeben und der öffnet die Datei, so wie das vom Standard ist. Dann würde ich sagen, ich werde Ihnen den Listen- und Reportassistenten zeigen. Wie ich also schon sagte, ist GeHome halt eben geschrieben worden, um halt eben die Kerndaten zu erfassen, die genealogischen Kerndaten und diese halt eben dann zu visualisieren. Und da sind so im Laufe der Zeit noch einige Reporte und Ansichten dazugekommen. Und damit man da halt eben den Überblick behält, habe ich halt eben in einer der letzten Versionen den Listen- und Reportassistenten ergänzt. Prinzipiell gibt es zwei Arten von Reporten. Die eine Art, die halt eben ohne eine Personenauswahl den Datenbestand darstellt, zusammenfasst, visualisiert irgendwie und die halt eben von einer Person ausgehend einen Report erstellen, wie zum Beispiel die Schmuckansichten oder halt eben so eine Baumstruktur, Etiketten und Ähnliches. Hier sieht man, wie gesagt, diesen Reportassistenten und zu jedem Report ist hier ein kleines Beispielbild, damit man weiß, wie der aussieht, wenn er fertig ist. Man kann halt eben hier mal vorgeben, was man gerne hätte, meinetwegen nach Ort und Namen, nehme einfach mal den. Und wenn man dann auf Starten drückt, schwuppsdiwupps, hat man den Report. Interessant ist hier, neben den Daten natürlich, die hier zusammengefasst werden, die Exportfunktion. Ich habe das so gemacht, dass es also wirklich alle mir bekannten Fälle abdeckt. Man kann halt eben den Trennzeichen bestimmen, wie man das gerne hätte, einen Zeilenumbruch, für Windows, Unix oder auch selbst definiert.
zusätzlich einklammern. Das braucht man, wenn man nach Excel exportiert über die Zwischenablage, dass das auch da richtig ankommt. Und dann kann man natürlich dann in die Zwischenablage kopieren oder als Datei speichern. Diese gruppierten Ansichten haben wir dann Geburtstagslisten. Das ist ganz schön. Das Programm kann man denn, wenn man denn so eine erzeugt, so konfigurieren, dass denn halt eben diese Geburtstagsliste bei Start angezeigt wird. Dann sieht man immer, wenn man gehoben startet, wann halt eben wer Geburtstag hat und wie alt er denn da wird. Ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn man sieht, dass dann Ahne halt eben jetzt wie hier schon so alt ist und den Geburtstag haben soll. Aber für mich, wo ich meine eigene Familie verwalte, ist es ganz schön, wenn ich den gehoben starte, sehe ich sofort, wenn ich den in den nächsten Tagen anrufen muss. Dann neben halt eben diesen Ansichten gibt es auch noch diese Datenübersicht. Die gibt es in zwei Formen, einmal aus ausführliche schriftliche Zusammenfassung und als komprimierte Form. In der ausführlichen Zusammenfassung haben Sie praktisch alles, was Sie eingegeben haben, nachher auf dem Papier. Das ist ein Word, denn etliche Seiten, aber war ganz interessant und auch ganz sinnvoll, wenn man die Daten mal weitergibt, dann überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen, was alles so erfasst ist. Grafische Reporte gibt es auch. Die ist üblich, das ist nichts Besonderes, das bietet ja mehr oder weniger jedes Programm. Die wahlfreie Ansicht, wer also jetzt ein bisschen Lust auf das Programm bekommen hat, der sollte sich in jedem Fall das angucken. Und zwar kann man da beliebige Kriterien gegeneinander stellen, die dann halt eben gruppiert angezeigt werden. Für die Fachleute unter Ihnen, das nennt sich Pivot-Ansichten. Machen wir mal ganz einfach einen hier, Nachname, Vorname, Geburtsort. Machen wir es mal größer. Nicht, dann sieht man halt eben hier die Geburtsorte und dann hier die Nachnamen und Vornamen gruppiert dargestellt und hier am Ende in der Summe der einzelnen Leute, die diese Kriterien erfüllen. Wie gesagt, da kann man sich stundenlang mit beschäftigen, nächtelang. Nicht? Und als erstes merkt man hier Nachname, Vorname, dann kann man Geburtsort wählen und auch noch ein zweites Merkmal, meinetwegen der Beruf, ein drittes Merkmal geht auch noch, das Geschlecht. Und nicht, das sind dann schon recht komplexe Reporte, die aber dann letztendlich all das bieten, was man so braucht. Sollten sich wirklich, wer da Interesse daran hat, ansehen. Ah ja, HTML-Export ist was für die Leute, die es im Internet gerne sehen, die das also teilen möchte. Da werden also die Stammtafeln, wie sie eben gezeigt wurden, inklusive dieser Namenslisten, die Sie auch eben gesehen haben, alle erzeugt und als HTML-Dateien zum Hochladen ins Internet erstellt. Ist eine tolle Sache, wird auch oft genutzt. Immer wieder finde ich im Internet denn Seiten, wo ich sehe, ach, das ist mit meinem Programm gemacht worden. Ja, das sind die Reporte schon, die halt eben ohne Wahl einer Person zu erstellen sind. Dann haben eben die Vorfahrensliste, die haben Sie ja schon gesehen. Die Baumansicht, die erspare ich Ihnen, ist eben die Baumansicht der Vorfahren. Nachkommensansichten waren wir auch schon mal kurz. Da hatte ich auch schon mal eine Schmuckansicht erstellt. Auch sehr schön, Familienansichten. Ich hatte ja schon dieses bunte Bild gezeigt der Familien. Und man kann auch so eine komplette Familienansicht auf eine Baumstruktur sich anlegen lassen. Das probieren wir mal aus. So, man startet das. Dann wird gesagt, was man tun soll. Eben jetzt hier die Stammtafel auswählen. Machen wir das doch. Molbach, mein Sohn. So. Und jetzt hat man hier oben Listen und Reportassistent fortführen. Dann wählt man halt eben die Anzahl der Personen vor und danach der Person aus. Klickt und schon hat man halt eben die komplette Familienansicht. Die sind alle drin, also das Programm geht dann halt eben zurück bis zu den Großeltern oder noch weiter, eben was gegeben hat, und von da an wieder runter und gibt das in Baumstruktur raus. So, jetzt wechsle ich mal die Datenbank. Ich habe nämlich was vorbereitet. Wieder den Reportassistenten. Familienansicht, Schnellansicht hatte ich schon gezeigt. Schmuck- und Künstleransichten auch schon mal kurz. Die Sanduhr-Ansichten, die zeige ich jetzt. Das ist also von einem Probanden aus.
die Nachkommen gezeigt werden und gleichzeitig die Vorfahren. Und den machen wir jetzt mal. Ja, fortführen. Vor der Akte haben wir mal hier 3. Ja, von mir selber ausgehend. Nehmen wir auch wieder diesen Baum. Das ist, wie man hier sieht, ein dynamischer Baum. Das heißt also, mit zunehmender Anzahl Generationen werden die Äste schmaler oder dicker, je nachdem, welche Richtung man sieht. Dazu kann man jetzt hier, wenn man will, die Schrift auswählen. Hier ist immer so ein kurzes Beispiel, wie sie aussieht, hier unten, wie es dargestellt wird, weil nicht jede Schrift halt eben diese genealogischen Zeichen sauber darstellt. Und dann kann man hier halt eben die damische Beschriftung wählen. Dann werden auch die Tafeln mit den Namen kleiner und größer. Und wenn es ein bisschen aufgelockert sein soll, der kann halt eben hier eine zufällige Anordnung wählen. Das wirkt dann so ein bisschen lockerer eben. Ja, rufen wir das mal auf. Ja, und dann hat man einen solchen Baum, den man dann auch wirklich DIN A2-mäßig ausdrucken kann. Sieht klasse aus. Man sieht dann auch, wie gesagt, nicht seine Nachkommen. Und gut, ich muss dazu sagen, den Baum, den habe ich natürlich so gestaltet, dass der jetzt auch sehr schön aussieht, nicht? Aber wie gesagt, also wenn man dann halt eben selber so einen schönen Baum hat, dann muss man halt eben in dem Nachkommen an sich dann gucken, dass man da halt eben diese Baumstruktur schon möglichst gleichmäßig hat. Man kann die Ansicht auch drehen, dann ist es vielleicht ein wenig einfacher. Und so gleichmäßig das hier verteilt ist, so ist das denn nachher auch in dieser Sanduhr oder Nachkommensansicht. Ich mache mal die Nachkommensansicht von dieser Sache hier. Auch wieder mit diesem hier. Nicht, das wäre jetzt die gleiche Ansicht, aber ohne die Ahnen. Gut. Was haben wir noch Interessantes hier? Ja, die Verwandtschaft. Ah ja, da möchte ich noch mal reingehen. Und zwar ist diese Ansicht farbkodiert. Das heißt, hier habe ich jetzt einfach ein Gradient angegeben, wo man es nicht sieht. Aber ich werde das gleich auswählen. Es gibt auch die Möglichkeit einzustellen, dass halt eben alle Verwandte eines Verwandtschaftsgrades in der gleichen Farbe dargestellt werden. Und da sind wir jetzt auch schon in dem erweiterten Menü, nämlich hier oben Extras, Details der Darstellung. Da können Sie halt eben die Farbe der Bäume und der Tafeln und der Listen detailliert ganz, ganz explizit einstellen, sodass es also wirklich nachher so aussieht, wie Sie das gerne hätten. Hier sind dann auch einige Sachen, wie halt eben die Vorfahrensliste dargestellt wird, also mit römischen Ziffern und auch die Kinder als erste Generation dargestellt werden sollen. Hier etliche Sachen auch zu den Heiraten, auch eben was man eben so an Einstellungsmöglichkeiten hat. Hier die Farbkodierung. Nehmen wir mal den Verwandtschaftsgrad Nummer 1. So, probieren wir den mal. So, jetzt sieht man hier mehr oder weniger deutlich, dass halt eben wirklich jeder Verwandtschaftsgrad sein eigenes Farbschema hat. Und das kann man, wie gesagt, auf den Verwandtschaftsgrad beziehen, aber auch natürlich auch auf die Generationen. Und wenn die Vorgabefarben nicht reichen, der kann sich sogar seine eigenen Farben dann nehmen. Das ist tatsächlich möglich. Können wir auch hier unter Extras, so in der Darstellung, eine eigene Codierung. Da wird hier auf eine Datei verwiesen und da können Sie dann die Farben so hinterlegen, wie Sie das gerne hätten. Geht ganz einfach mit einem beliebigen Zeichenprogramm. Ist also ganz unkritisch zu machen. Ja, da bin ich eigentlich mit meiner Sache jetzt schon schön durch. Sie dürfen wieder fragen. Bei der Baumansicht kann ich da die Geburtsdaten eintragen, auch wenn ich das sehe und den Todeszeitpunkt und auch die Trauung wird das dargestellt. Ich gehe mal wieder zurück in die andere Datenbank. Da haben wir mehr Daten, da brauche ich das nicht alles nachzutragen. Hier in dieser Baumansicht, wenn ich jetzt diesen Schmuckbaum erstelle, ja? Ja, genau. Ja. Das kommt jetzt darauf an, welche Vorlage Sie wählen. Also bei diesen Ansichten, da stehen nicht alle Daten mit drin. Ich habe aber extra eine Detailansicht entworfen, wo halt eben
deutlich mehr Daten angegeben werden. Ich öffne das jetzt mal. Da sieht man hier, dass hier bei der Detailansicht also wirklich relativ viele Details zu den Personen und der Heirat mit angegeben werden. Bei der schönen Baumansicht, das gucken wir mal da. Ja, interessant, mit Fotos, das hinterlegt werden von einer Person, die Trauung gezeigt wird, und auch die Geburtsdaten und auch die Sterbedaten und eventuell auch den Wohnort. Gibt es ja sehr viele Schmuckansichten von anderen Anbindern oder anderen Anbietern, was das gezeigt wird. Also ich weiß jetzt nicht, ob diese Baumansicht von dem, guck mal einfach mal nach, ob die das auch bietet. Gehen wir mal rein. Ne, da werden halt eben jetzt nur die reinen Daten und nicht die Heiratsdaten angegeben. Okay, gut, danke. Bitte doch. Ich habe gesehen, dass immer bei den Daten, da steht dabei, ich selbst, mein Sohn, meine Tochter, ich finde das ein bisschen merkwürdig, ich weiß, wer ich bin, und in dem Fall sind sie das ja gar nicht, wo steht ich selbst. Kann man das ausschalten? Selbstverständlich. Extras. Verwandtschaftsrechner kann man, das ist der Verwandtschaftsrechner, nicht, den kann man hier ausschalten, da sieht man dann nie mehr wieder was. Und wenn man jetzt also denn doch meinetwegen, sie sind diese, die Villa, man wissen möchten, wie die Verwandtschaften so sind, dann wählen Sie unter Extras Person wählen, Verwandtschaften berechnen und dauerhaft aktivieren. Können wählen, ob die Ahnen im Klicks mit angezeigt berechnet werden sollen. Wählen die Person, die Anzahl Generationen rauf und runter. Okay. Und schwuppsidups haben Sie alle Verwandtschaftsangaben mit drin. Nicht, die werden jetzt immer angezeigt, auch in den Baumstrukturen. Wenn Sie das aber nicht haben wollen, dann schalten Sie es eben wieder aus. Noch weitere Fragen? Ich hatte nicht verstanden in dieser anderen Genealogie, wo Sie gesagt haben, in der Schmuckansicht, wenn der Baum schön gerade sein soll, dann bereiten Sie die Daten entsprechend vor. Wir basteln uns einen Baum und wir ziehen uns das so hin, dass es dann auch schön gerade aussieht? Oder lassen wir die Hälfte der Familie weg? Oder wie haben Sie das gemeint? Nein, das habe ich so gemeint. Also wenn Sie die Ahnenforschung relativ konsequent oder vollständig machen, haben Sie auch automatisch eine schöne Baumansicht, nicht? Kann ja gar nicht sein. Alle Familien sind doch unterschiedlich. Ja, natürlich, klar. Aber das Programm gibt sich alle Mühe, die man sich so geben kann, halt eben automatisch einen möglichst geraden Baum zu erzeugen. Das gelingt, ich muss natürlich sagen, nicht immer. Das kann auch nicht immer gelingen, weil wenn halt eben jetzt meinetwegen die mütterliche Seite sehr viel mehr erforscht wurde als die väterliche, oder Vorfahren natürlich nicht, dann hängt der Baum natürlich. Und wenn die meinetwegen drei Kinder haben, davon sind zwei kinderlos, eines davon hat dann mehrere Kinder, die auch wieder Kinder haben, dann hängt der Baum natürlich auch. Und da ist auch technisch nur schwer, was zu machen. Es ist, ich gebe zu, ein Kompromiss zwischen halt eben reinen Excel-Ansicht und halt eben ausgefeilten, händisch erstellten Stammbaum von Genealogen. Wahrscheinlich müsste man das selber mal ausprobieren mit den eigenen Daten. Allerdings habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Was ist eigentlich, Sie haben vorhin gesagt, ein Familienbuch zu erstellen. Was ist denn mit einem Ortsfamilienbuch? Ein reines Ortsfamilienbuch wird nicht erstellt. Das stimmt. Man kann zwar halt eben jetzt hier so eine Ortsliste aufrufen und die halt eben, auch die Leute, die halt eben mit diesem Ort verbunden sind, sich ansehen. Man kann auch das als HTML-Export exportieren, aber ein Ortsfamilienbuch in dem Sinne bietet Gehom nicht. Okay. Also mir gefällt sehr gut, dass man diese Verwandtschaftsrechner so für Dauer einstellen kann. Aber das ist doch ein Feature des Programms. Das gerät dann nicht in eine GetCom-Datei, wenn ich eine GetCom-Datei exportieren will. Das wäre ja fürchterlich. Und das Gerät, das ist nur beim Programm drin, so, aber es ist doch eine tolle Sache. Das ist ein Pluspunkt meines Programmes, in der Tat. Ja, es hat mit der GetCom nichts zu tun. Verändert die GetCom-Datei nicht. Nee. Na, ist okay, ja. Eine Frage vom YouTube. Wir haben auf YouTube ja 6 Zuschauer. Michael Jone fragt, in welcher Programmiersprache und Entwicklungsumgebung wurde das Programm geschrieben?
Die Programmiersprache ist objektorientiertes Pascal und die Entwicklungsumgebung war ursprünglich Delphi, ist aber nun Lazarus. Die dahinterliegende Datenbank ist eine indizierte, verkettete Pointerliste, die halt eben einen recht schnellen Zugriff auf die einzelnen Daten erlaubt. Und aber das sind, wie gesagt, interne Details, die zu erklären, erspare ich Ihnen. Können Sie nochmal in das Programm auf Datei gehen und mal zeigen, welche Import- und Exportmöglichkeiten es gibt? Ja, Import nur GetCom. Und das Programm hat ein ausgeklügeltes Sicherungssystem. Es legt also selbstständig immer Sicherungsdateien an und die können dann wieder hergestellt werden. Also wenn Sie jetzt gemerkt haben, oh, um Gottes Willen, die ganze letzte Woche habe ich nur Quark eingegeben, dann können Sie sich hier den Datenstand aussuchen, der halt eben vor einer Woche war, also meinetwegen den vom 10.4. nicht, und dann würden die Daten wieder hergestellt. Import, was war das? Export, gibt es ein bisschen mehr. Einmal im GetCom-Format, einmal im GetCom-Format mitsamt allen Multimedia-Dateien. Das ist eine schöne Sache, wenn Sie das weitergeben wollen an Bekannten. Dann wird die GetCom-Datei erstellt und alle Multimedia-Dateien werden dazugelegt, dass dann beim Import in einem anderen Programm direkt die Datei mit dabei liegt. Dann kann man Teilbestände exportieren, also wenn man jetzt nur seine eigene Datei hat, der eben wie die Frau fragt, ja, einen schönen Baum machen und so. Und wenn man jetzt wirklich nur einen Teilbaum haben möchte, den kann man exportieren. Dann natürlich als HTML-Datei. Interessant bei Fehlersuche ist halt eben, dass der aktuelle Datenbestand kodiert werden kann und via E-Mail zu mir gesendet wird. Da brauchen die Leute kein GetCom zu machen und nicht viel erklären, da habe ich ruckzuck die Daten und kann gucken. Und wenn man die Home auf dem Stick, USB-Stick parallel hat, kann man hier auch noch die ganze Sache abgleichen. Das sind im Augenblick enthalten. Dankeschön. Bitte. Ich hätte noch eine Frage. Unter welchen Betriebssystemen läuft das Programm? Nur Windows. Ab Version 7, 64-Bit. Okay. Gut. Ach, wo wir gerade dabei sind. Ja, wir haben denn auch noch eine Volltextsuche, die wirklich komplett den ganzen Bestand durchsucht. Meinetwegen Molbach. Na, dann findet der automatisch alles, wo Molbach so geschrieben ist. Und das hätte ich ja fast vergessen. Es gibt auch noch eine Synonymenliste, die möchte ich auch noch erklären. Und zwar ist es ja oft so, dass sich im Laufe der Zeit die Schreibweise von manchen Namen ändern. Ja, aus Molbach, das wird aber schon mal mit H geschrieben und das hieß früher Mosselbach und das nicht. Und das ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt hier auf Mosselbach klickt, dann kriegt man hier Mosselbach, aber nicht die Molbachs, obwohl es die vom gleichen Geschlecht sind. Und da gibt es jetzt, bearbeiten, Synonyme. Nicht? Dann kann man halt eben jetzt hier, ich hatte schon mal welche angelegt, Molbach ist gleich Molbach und jetzt sage ich auch, ja, und Molbach, Mosselbach. Okay. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, kommen die Molbachs mit dazu, weil das Programm jetzt weiß, das ist der gleiche Name, die gehören zum gleichen Geschlecht. Das geht mit Orten auch. Nur so. Ja, Volltextsuche, Detailsuche, haben sie auch wieder sehr viele Möglichkeiten. Die können halt eben denn nach alle möglichen Feldern suchen und angeben, wie genau das sein soll. Ähnlich genau passend. Da gibt es so einen Algorithmus, der es halt eben recht schön macht. Hier unten auch halt eben, ob alle Kriterien erfüllt sein müssen oder halt eben, ob die Personen angezeigt werden, die den Kriterien nicht entsprechen, ist ganz interessant. Besonders, wenn man hier nach einem Datum sucht. Wenn ich das hier heute geändert, schwuppsdiwupps, zeigt mir an, wo ich heute drin gearbeitet habe, nicht? Ah, das sind so die Feinheiten, die in dem Programm drin sind. Ach ja, Ahnenspitzensuche gibt es natürlich auch. Und auch interessant, dass halt eben Personeninseln gesucht werden können. Also Stämme innerhalb der Datenbank, die nicht miteinander verbunden sind. Dublettensuche, wir sprachen es schon mal an, nicht? Da gibt es auch mehrere Stufen. Nehmen wir mal
zur, das ist mein eigener Bestand, Suche, Dublettensuche, nicht? Und schwuppsdiwupps werden hier alle ähnlichen Personen angezeigt. Die kann man auch, ist auch ein Feature des Programms. Man kann sich die Stammtafel direkt anzeigen lassen. Und wenn man bei einem Auswahlfeld die Shift-Taste drückt, ähnlich wie im Explorer, wird direkt ein Duplikat der Tafel des Fensters erstellt. Und so hat man halt eben jetzt hier diese beiden Probanden, die man halt eben dann vergleichen kann. Und tatsächlich ist eines meine Urgroßtante, das andere meine Großtante. Gut. Anordnen, das hatten wir schon. Nicht, das, wie kann, das verwaltet endlos viele Fenster, das ist kein Limit. Ach ja, ganz neu, hier gibt es auch noch jetzt Internetlinks, da ist, bin ich auch schon angeschrieben worden, das ist für viele recht hilfreich, dass die halt eben sich dann im Internet schlau machen können, wie sie an Ahnen kommen und wo sie Hilfe bekommen. Sie finden halt eben Datenbanken und andere nützliche Seiten, unter anderem halt eben hier den Link auf GenWiki, die Seite des Vereins für Computergenealogie. Hilfe, zum einen halt eben das übliche Übergehoben. Hier finden Sie die Entwicklungsgeschichte in den nächsten Zeitraum und die aktuelle Version. Ein paar nützliche Informationen und ganz wichtig, Hilfe, Soforthilfe. Das bin ich, ein wenig jünger. Und interessant ist, dass Sie halt eben hier direkt bei SureSoft gucken können, die häufig gestellten Fragen. Die halte ich immer ein bisschen aktuell, damit halt eben Leute sich vorab, bevor sie halt eben bei mir anrufen oder mir eine lange E-Mail schreiben, hier mal gucken, wie es geht. Parallel dazu habe ich angefangen, das Programm in einem YouTube-Kanal zu dokumentieren, wo ich halt eben diesen Abriss, den ich heute gegeben habe, in einzelne kleine Teile unterteilt habe, ist es eine oben, da bin ich mit dem Ton nicht zufrieden, das überarbeite ich derzeit und das wird so nach und nach kommen und alle die in meiner Liste sind, werden dann, wenn es soweit ist, von mir eine E-Mail bekommen, dass halt eben dann auf YouTube das gehoben erklärt zu finden sein wird. Herr Suhr, können Sie die Ortsverwaltung nochmal zeigen? Ortsverwaltung hat das Programm als solches so keine. Das hat letztendlich nur eine Ortsliste. Nicht, da kann halt eben man sich einfach aussuchen, wo wer geboren ist oder wer mit diesem Ort irgendwie verknüpft ist, egal ob Heirat oder sonst wie. Und dann findet man hier die nötigen Personen. Ist bei Ihnen nur ein Feld? Nein, nein, nein. Es geht hier bei allen Orten, die halt eben hier irgendwie erfasst sind, als Geburtsort, wo er getauft wurde, wo er gestorben ist, wo er bestattet wurde, wo die Heirat war, die werden alle angezeigt in der Ortsliste. Ich merke deutlich, sind wirklich mehr Leute, die sich um die Erfassung der Daten bemühen, als um die Visualisierung. Also ich sage es auch da ganz klar, mein Programm erfasst nicht alle Daten, die erfassbar sind. Nicht? Das sage ich immer wieder. Das liegt auch hängt auch mit der Zielgruppe zusammen, für das ich das Programm entwickelt und konzipiert habe. Ich wollte damals vielleicht als Kontrast zu vielen anderen Programmen ein Programm schaffen, was sehr schnell erlernbar ist und was 90% der Bedürfnisse eines normalen Familienforschers abdeckt. Diese Leute sammeln keine tausende Daten, die sammeln vielleicht halt eben ein paar hundert. Nicht, die wollen denn halt eben eine schöne Baumstruktur in ihrem Flur hängen haben oder eine schöne Schmuckansicht oder sowas in der Art. Nicht? Und mir wurde auch schnell klar, dass ich da ein Problem habe, weil es gibt denn Leute, die sagen, wie zum Beispiel mit der Quellverwaltung, bitte, ihr braucht eine Quellverwaltung zur Geburt, denn ich will die Quellen zur Geburt, zum Tod, alles ganz detailliert machen. Und da habe ich gesagt, ja, das gibt es sicherlich, solche Programme, aber die sind nachher so kompliziert zu bedienen und vor allen Dingen so unübersichtlich, dass ich davon Abstand genommen habe. Sicherlich wird jetzt der eine oder andere von Ihnen sagen, ach schade, jetzt habe ich mir zugehört und so, das Programm ist doch nicht das Richtige, so, ne? Aber naja, das ist eben so. Was kostet das Programm? Das Programm kostet als Komplettlösung auf USB-Stick 99 Euro. Und wem das zu viel ist,
der kann das gegen monatliche Spende von 2 Euro ab 2 Euro aufwärts auch in der Vollversion inklusive allen Funktionen und Grafiken haben. Er bekommt wo keinen USB-Stick. Details finden Sie auch hier auf der Seite unter G-Home, Preisinformationen und Mitgliedschaft. Hier sind die aktuellen Sachen zu finden. Zu dem Preis vielleicht auch noch ein Wort. Ich höre öfters, ja, das ist aber mit eins der teuersten. Ja, die Sache ist die, die anderen Hersteller kosten die Programme nur 40 Euro meinetwegen und dann jedes Update nochmal 20 oder 30 Euro extra. Und das läppert sich natürlich im Laufe der Zeit ganz schön zusammen. Ja, jedes Jahr ein neues Update kommt, man möchte immer auf dem aktuellen Stand sein, da hat man bald ganz schön viel Geld ausgegeben. Bei mir ist es anders. Alle die einmal die 99 Euro bezahlt haben, bekommen alle Updates kostenlos zum Herunterladen, inklusive Anleitung. Wenn einer, das habe ich auch oft, damit nicht klarkommt, weil, was weiß ich, dann kann er mir den Stick zusenden und für lediglich 10 Euro mache ich dem den Stick auf den neuesten Stand und auch so, dass er den Datenbestand alles wieder auf seinen Rechner zurückspielen kann. Also das heißt, mit 99 Euro, wenn man ganz ein bisschen fit ist, ne, hat man Lebtag im Programm. Wer von uns länger überlebt, müsste man da natürlich mal gucken. Aber es kommen keine Update-Kosten und nichts mehr dazu. Okay, gibt es ein Programm, wo ich das testen kann, auch Sherby-Version? Kann ich das runterladen? Das ist selbstverständlich. Das G-Home, das können Sie hier downloaden. Da kommen Sie auf die Download-Seite, können Sie es hier oben herunterladen. Ich habe keinerlei Einschränkungen im Funktionsumfang gemacht. Sie können alle Funktionen testen, beliebig viele Personen, beliebig lange. Das Einzige, was der Testversion fehlt, das sind die Grafiken, die Schmuckansichten. Da sind nur 2 oder 3 Exemplare mit dabei, damit man sieht, dass das auch funktioniert und wie es denn funktioniert. Die anderen sind dann nur als Voransicht verfügbar. Okay. Die Fenster kann man, die offenen kann man hier auswählen, aber auch hier aus dem Menü. Ja, die Quellenstandorte und andere Objekte kann man hier auch bearbeiten. Ortsbezeichnung kann man auch Datenbanken weit ändern. War ein etwas komischer Punkt, aber der wollte unbedingt einer haben. Datei, Export, Import, ja. Völlig neue Datenbank anlegen, erklärt sich von selbst. Löschen auch, unbedingt duplizieren ebenso. Ich glaube, ich bin durch. Bei den wichtigsten Sachen, nicht? Also wie gesagt, die ganzen Feinheiten, die dahinter stecken und so, die erkläre ich dann wirklich lieber denn halt eben auf Zuruf, weil es hat sich gezeigt, dass Ahnenforscher bei der Arbeit mit dem Programm meistens 1 oder 2 ganz spezifische Probleme hat. Und wenn ich die erklärt habe und der Groschen denn gefallen ist, ne, dann läuft das wie Schnüffchen, nicht? Dann höre ich von den meisten nie mehr wieder was. Außer natürlich von der Maria, die hat immer wieder neue Wünsche. Ja, wenn es keine Fragen mehr sein sollten, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Da bedanken wir uns mal. Ja, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe doch von dem einen oder von der anderen noch was zu hören. Alles Gute, ja. Und bis dahin, ja?